Tilda Swinton ist eine Schauspielerin wie keine andere und war im Laufe ihrer Karriere in den unterschiedlichsten Rollen in Filmen wie Doctor Strange und Suspiria zu sehen. Swintons letzter großer Film mag zwar schon eine Weile her sein, aber das heißt nicht, dass sie nichts zu tun hatte. Hier erfahrt ihr, warum ihr in letzter Zeit nicht so viel von Swinton gehört habt. Zu Beginn ihrer Schauspielkarriere zog Swinton nach London, um mit der Royal Shakespeare Company zu arbeiten. Doch bald wurde sie des Stadtlebens überdrüssig und kehrte zurück in ihre Heimat, und zwar nach Schottland. Im Herzen immer ein Landei hat sie sich und ihrer Familie ein komfortables Leben in den schottischen Highlands aufgebaut. Wie sie in einem Interview mit Esquire sagte: "Ich habe keine Lust mehr auf das Leben in der Stadt. Wenn ich noch einmal in einer Stadt leben müsste, würde ich sehr lange brauchen. Man muss sich darauf vorbereiten, in einer Stadt zu leben." Heute sagt Swinton, dass sie London nur noch selten besucht und mit der dortigen Industrie nichts mehr zu tun hat. Obwohl sie gelegentlich darüber nachdenkt, wieder in eine Stadt zu ziehen, liegen diese Pläne in ferner Zukunft. Swinton hat Fans auf der ganzen Welt, aber sie hat wahrscheinlich wenig Ahnung, was online über sie gesagt wird, denn um die sozialen Medien macht sie einen großen Bogen. Die Schauspielerin hält sich für einen, Zitat, kompletten Luditen und erzählte der Vogue: "Ich habe keine Präsenz auf Social Media. Absolut gar keine. Ich habe einfach andere Dinge zu tun. Ich weiß, dass es das gibt. Es ist so, als würde irgendwo am Ende des Gartens ein Wald brennen, aber ich konzentriere mich auf die Rosen." Während Swintons Fans sie wahrscheinlich gerne auf Twitter oder Instagram sehen würden, ist es höchst unwahrscheinlich, dass sie sich in nächster Zeit ein Konto erstellen wird. Application denied. I'm sorry. Trotz ihres umfangreichen Lebenslaufs meint Swinton, dass sie kein ehrgeiziger Mensch ist, und sagte: "Ich hatte nie irgendwelche Ambitionen als Künstlerin. Das mag verrückt und transgressiv klingen, aber es ist eine Tatsache." Tatsächlich hat Swinton zugegeben, dass sie sich nicht einmal als klassische Schauspielerin sieht, obwohl sie seit über 30 Jahren im Geschäft ist. Obwohl sie keine Chance verpassen würde, in einem Blockbuster-Franchise mitzuspielen, sucht sie nicht gezielt nach solchen Rollen. Und Swinton geht inzwischen auch nicht mehr zu Castings. Sie ist erfolgreich genug, dass Regisseure auf sie zukommen. Im Großen und Ganzen stellt sie ihre Leidenschaft immer über den möglichen Profit. Für Swinton ist der Regisseur bzw. die Regisseurin oft wichtiger als der Film selbst. Sie hat jeweils mindestens dreimal mit den Regisseuren Wes Anderson, Jim Jarmusch und Luca Guadagnino gearbeitet. Am Anfang ihrer Karriere arbeitete sie eng mit dem Regisseur Derek Jarman an mehreren ziemlich experimentellen Filmen, woraus sie lernte, dass gewisse Beziehungen zu Regisseuren, die ihre Vision teilen, der Schlüssel zu künstlerischer Erfüllung sind. In einem Interview mit The Independent sagte Swinton: "Wir sind daran gewöhnt, dass Schauspieler irgendwie distanziert von Projekt zu Projekt ziehen oder dass sie über die Schulter schauen, um ein interessanteres Projekt oder mehr Geld zu bekommen. Aber das ist nicht meine Art. Ich will mit Leuten arbeiten, denen ich vertrauen kann. Ich wähle immer zuerst die Menschen aus." Swinton wartet lieber auf faszinierende Rollen mit dem richtigen Regisseur, auch wenn das bedeutet, dass sie Jobs ablehnt, auf die sich andere Schauspieler stürzen würden. Swinton weiß, dass Gut Ding Weile haben will. Deshalb arbeitet sie auch mal jahrelang geduldig an einem einzigen Film, um ihm die Aufmerksamkeit zu schenken, die er verdient. Swinton sagt, dass diese Art von konzentrierter, langfristiger Aufmerksamkeit ihren Prozess einzigartig macht und sie dadurch ihre Rollen zusammen mit ihren Regisseuren und Autoren persönlich entwickeln kann. Variety verriet sie: "Andere entwickeln ihre Arbeit nicht so, wie ich es normalerweise tue. Sie warten darauf, dass jemand sie mit den richtigen Handwerkern in ihr Universum setzt. Ich hingegen verbringe die meiste Zeit damit, mit Freunden an meinem Küchentisch zu sitzen, Ideen durchzukauen und Dinge zu schaffen, die Jahre dauern." Swinton arbeitete zum Beispiel 5 Jahre am Film Orlando mit Regisseurin Sally Potter, und dem Film Only Lovers Left Alive widmete sie, Zitat, 7 oder 8 Jahre. An ihrer Rolle in I Am Love arbeitete sie sogar 11 Jahre lang und lernte sowohl Russisch als auch Italienisch, um ihren Charakter so realistisch wie möglich darzustellen. Swintons Name taucht nur selten in der Boulevardpresse auf, und selbst wenn, hat sie kein großes Interesse, sich an der Konversation zu beteiligen oder Details über ihr Privatleben mit der Presse zu teilen. Tatsächlich kann es eine ganze Weile dauern, bis sie erfährt, ob überhaupt Gerüchte über sie im Umlauf sind. Sie scherzte: "Ich bin im Grunde meines Herzens verspielt, und sich Mythen auszudenken macht immer Spaß." Als Swinton zum Beispiel eine Beziehung mit dem Künstler Sandro Cobb anfing, spekulierte die Presse, dass sie mit Cobb zusammenkam, während sie noch mit ihrem langjährigen Partner, dem Autor John Byrne, liiert war. Dieser Tratsch verbreitete sich über Jahre, bevor Swinton mitbekam, was da erzählt wurde, und erklärte, dass das einfach nur ein leeres Gerücht war. I mean, this is really inappropriate.
Wenn Swinton keine Blockbuster gedreht hat, woran hat sie dann gearbeitet? Während Swintons Fans vielleicht ihre letzten großen Projekte mitbekommen haben, sind einige ihrer jüngsten Produktionen unter dem Radar geflogen. 2020 lieh sie dem verstorbenen Komponisten Johan Johansson ihre Stimme für dessen Avantgarde-Film Last and First Man. Der Film erforscht eine futuristische Gesellschaft, in der hochentwickelte Menschen vor der möglichen Auslöschung stehen und surreale Monumente Botschaften ins Universum hinaus beamen. Außerdem arbeitete Swinton 2020 an mehreren Kurzfilmen. Sie sprach die Erzählerrolle in Story and the Writer, der einen Mann begleitet, der das perfekte Drehbuch schreiben will. Außerdem war sie in Pedro Almodovars The Human Voice mit dabei, in dem sie eine Frau spielte, die die vorübergehende Zeit notiert, während sie darauf wartet, dass ihr Ex-Geliebter kommt und seine Koffer abholt. Obwohl der Kurzfilm kein großes Publikum erreichte, erhielt er doch eine Vielzahl positiver Kritiken. Der Kritiker Ryan Rochers schrieb in seiner Rezension für Cinemacy: Tilda Swinton beherrscht jede Sekunde des kleinen Bildschirms in Pedro Almodovars neuem wunderschön inszenierten Meta-Kurzfilm mit Augenzwinkern. Im August 2020 wurde David Copperfield Einmal Reichtum und Zurück veröffentlicht. Armando Iannuccis komödiantisches Drama mit Dev Patel in der Hauptrolle adaptiert Charles Dickens klassische Geschichte für die Neuzeit. Swinton porträtierte Betsy Trotwood, David Copperfields exzentrische Großtante, die ihn bei sich aufnimmt und am Ende seinen Traum des Schriftstellerdaseins finanziert. Obwohl die Kritiker eine allgemein positive Meinung über den Film hatten, wurde er trotzdem zum Flop an den Kinokassen. Das Timing der Veröffentlichung war sicher ein Grund dafür, denn der Film lief mitten in der Corona-Pandemie an, als ein Großteil der Kinos aus Sicherheitsgründen vorübergehend geschlossen waren. Die Pandemie brachte den Produktionsplan für unzählige Filme und Serien durcheinander. Viele Regisseure mussten die Dreharbeiten monatelang verschieben und zahlreiche Release-Termine wurden auf Eis gelegt. Während manche Studios sich entschieden, ihre neuen Filme direkt über Streaming-Dienste zu veröffentlichen, verschoben andere ihre Produktionen einfach, wodurch die Zuschauer noch ein wenig länger darauf warten müssen. Genauso war es mit The French Dispatch, Swintons heiß ersehnten nächsten Film. Der Wes Anderson-Streifen sollte ursprünglich im Juli 2020 in die Kinos kommen, vermutlich bei den Filmfestspielen in Cannes. Das Festival wurde jedoch wegen der Corona-Pandemie abgesagt, woraufhin der vorläufige Starttermin erst auf Oktober 2020 verschoben wurde, um schließlich für Herbst 2021 angesetzt zu werden. Swinton hat auch Erfahrung hinter der Kamera. Derzeit arbeitet sie an einem Dokumentarfilm über fortschrittliche Bildungssysteme auf der ganzen Welt. Swinton interessiert sich schon seit Jahren dafür, Schulen zu gründen, in denen Schüler ihr volles Potenzial ausschöpfen können. Sie ist Mitbegründerin der Drumdhuin Upper School in Schottland, die ihre eigenen Kinder besuchten. An dieser Schule müssen keine Tests abgelegt oder die meiste Zeit am Schreibtisch verbracht werden. Wir gehen also davon aus, dass sich ihr Dokumentarfilm auf ungewöhnliche Bildungsansätze konzentrieren wird. Allerdings ist das nicht Swintons erste Regiearbeit. 2008 war sie eine von mehreren Regisseuren für den Dokumentarfilm The New Ten Commandments, der sich mit den Menschenrechten in Schottland beschäftigt. Und 2016 arbeitete sie mit verschiedenen Regisseuren am Film The Seasons in Quincy. Four Portraits of John Berger, einer Hommage an den angesehenen Schriftsteller. Auch wenn es den Anschein hat, als hätte Swinton sich zurückgezogen, so ist sie doch so fleißig wie eh und je und arbeitet seit einiger Zeit an mehreren Projekten gleichzeitig. Im Juli feiert ihr Film The Souvenir Part 2 Weltpremiere, eine Fortsetzung des 2019 erschienenen Films The Souvenir, in dem sie an der Seite ihrer Tochter Honor Swinton Byrne spielt. Auch The Eternal Daughter wird voraussichtlich 2021 in die Kinos kommen. Diverse kommende Swinton-Filme haben noch kein offizielles Veröffentlichungsdatum, aber Fans können sich auf Filme wie den Fantasy-Epos 3000 Years of Longing und das Drama Memoria freuen. Außerdem wird sie die blaue Fee in Guillermo del Toros düsterer Adaption des Klassikers Pinocchio verkörpern. Schaut euch hier eines unserer neuesten Videos an. Außerdem kommen bald noch mehr Looper-Videos über eure Lieblingsschauspieler. Abonniert unseren YouTube-Kanal und aktiviert die Glocke, damit ihr nichts mehr verpasst.